Ja, wir wollen heute starten, indem wir uns das starke und das schwache Zeilensummenkriterium anschauen für die Konvergenz des Einzel- und Gesamtschrittverfahrens. Okay, zunächst mal, vielleicht haben Sie sich gefragt, wie ich denn auf die Beispiele gekommen bin, die ich beim Einzel- und Gesamtschrittverfahren gemacht habe. Und da hatten wir solche Matrizen wie das hier, ja, also so 2 minus 1 minus 1, 2. Da waren die Hauptdiagonalelemente alle größer als die Summe der Nebendiagonalelemente. Und das ist tatsächlich schon ein ausreichendes Kriterium dafür, dass Einzel- und Gesamtschrittverfahren konvergieren und dass die Matrix tatsächlich auch invertierbar ist. Das wollen wir eben kurz nachweisen. Und zwar nehmen wir uns, wie üblich in diesem Kapitel, eine reelle n-Kreuz-n-Matrix her. Ri seien die Radien der Gersh-Gorin-Kreise, also die Summe der Außerdiagonalelemente, der Beträge der Außerdiagonalelemente. Und ja, es gelte, dass jeweils in jeder Zeile seien das Hauptdiagonalelemente größer als die Summe der restlichen Elemente, der Beträge der restlichen Elemente in dieser Zeile. Okay, das heißt, es ist Betrag AII größer als RI. Naja, und das bedeutet natürlich insbesondere, dass Betrag AII minus 0 größer ist als RI. Naja, aber das heißt gerade, dass die 0 nicht im Eaton-Gersh-Gorin-Kreis enthalten ist, denn das waren gerade die Kreise mit Betrag AII minus x kleiner gleich RI. Okay, gut. Also es ist die 0 nicht in KI enthalten für alle i. Und das heißt auch, also 0 ist kein Eigenwert, denn alle Eigenwerte sind in der Vereinigung der KI enthalten, der Gersh-Gorin-Kreise KI enthalten. Und das bedeutet, A ist invertierbar. Okay, wunderbar. Dann schauen wir uns mal an das Gesamtschrittverfahren. Und da war diese Schrittmatrix, diese Iterationsmatrix, die war d hoch minus 1 mal l plus r. Und unsere Matrix A war wie üblich gleich l plus d plus r, also linker unterer Teil plus Diagonalteil plus rechter oberer Teil. Okay, l plus r, naja, das ist dasselbe wie A, nur dass auf der Hauptdiagonalen nur Nullen stehen. Ja? Das ist also diese Matrix hier vorne. Dann wird das Ganze mit d hoch minus 1 von links multipliziert. Das heißt also, die erste Zeile wird mit 1 durch a1, 1 multipliziert, die zweite mit 1 durch a2, 2 und so weiter bis 1 durch ann. Okay, wie sehen die Gersh-Gorin-Kreise hier aus? Es sind alles erstmal Kreise um die Hauptdiagonalelemente, also Kreise um 0. Und der Radius ist, naja, diese Summe der Außerdiagonalelemente, Beträge davon, das ist natürlich dieselbe Summe wie vorhin, ja, das ist gerade das RI, geteilt durch AII. Okay, das heißt, der Radius von jedem einzelnen Gersh-Gorin-Kreis ist RI durch AII. Da wir vorausgesetzt haben, dass RI kleiner ist als Betrag AII, ja, was machen wir hier? Beträge drum. Da wir vorausgesetzt haben, dass RI durch Betrag AII kleiner ist als 1, sind das also alle Kreise um 0 mit Radius, mit einem Radius kleiner als 1. Insbesondere sind alle Eigenwerte von B damit kleiner als 1. Und wir haben im letzten Abschnitt gesehen, okay, wenn alle Eigenwerte von B kleiner sind als 1, dann ist das zugehörige Fixpunktverfahren. Dann ist das zugehörige Fixpunktverfahren kontrahierend und insbesondere das Gesamtschrittverfahren konvergiert gegen eine Lösung oder in diesem Fall natürlich gegen die Lösung von AX gleich B, denn wenn es kontrahierend ist, ist der Fixpunkt eindeutig. Okay, gut, das ist prima, aber es reicht uns irgendwie nicht, denn unser typisches Beispiel, das war ja die Wärmeleitungsmatrix. Okay, Wärmeleitungsmatrix, ich habe sie jetzt hier mal als 3 Kreuz 3 Matrix aufgeschrieben. Und das ist sowas wie 2 auf der Hauptdiagonalen minus 1 auf den Nebendiagonalen. Blöderweise erfüllte dieses starke Zeilensummenkriterium nicht, denn naja, in dieser zweiten Zeile hier vorne, da ist das Hauptdiagonalelement 2, die Summe der beiden Nebendiagonalelemente hier vorne ist auch 2. Das heißt also, ich habe hier nur ein kleiner Gleich praktisch an dieser Stelle. Naja, und das hilft mir natürlich nicht, dann ist da also tatsächlich die 1, oder das sind Elemente vom Betrag 1 tatsächlich in meinem Gersh-Gorin-Kreis drin und damit können es auch Eigenwerte sein. Okay, ja, aber immerhin haben wir ja hier jetzt nicht größer, ja. Und man könnte jetzt auf die Idee kommen, vielleicht reicht ja auch kleiner gleich.
Ja? Also könnten wir uns diese Matrix hier anschauen. Und naja, da ist tatsächlich natürlich die Summe der Nebendiagonalelemente, die ist immer 1, ist gleich dem Hauptdiagonalelement. Das heißt, dieses, ja, das für die gilt dieses Kriterium von oben mit kleiner gleich, aber diese Matrix ist offensichtlich nicht invertierbar und tatsächlich funktioniert dann natürlich auch das Gesamtschrittverfahren nicht vernünftig. Okay, das ist nicht schön. Aber wenn man sich diese Matrix anschaut, naja, wir haben ja zumindest mal in einer Zeile oder sogar in zwei Zeilen haben wir ja ein kleiner und nur in einer Zeile haben wir hier vorne ein kleiner gleich. Vielleicht reicht das ja schon aus. Ne? Also kleiner in einer und kleiner gleich im Rest. Und auch da kann man sich aber schnell überlegen, nein, auch das ist nicht richtig. Wenn ich mir die Matrix anschaue, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Die Matrix ist offensichtlich nicht invertierbar, weil die zweite und dritte Zeile gleich sind. Aber die erfüllt auch das, was ich oben gesagt habe. Ja, hier in der ersten Zeile sind die Außerdiagonalelemente 0, bestimmt kleiner als 1. Und hier haben wir ein kleiner gleich. Aber die ganze Matrix ist nicht invertierbar. Okay, jetzt kann man aber sagen, naja, das ist ja auch ein übler Trick. Im Grunde hat diese Matrix ja zwei Teile. Und der eine Teil hier vorne, da habe ich einen kleiner und der andere Teil ist völlig unabhängig von dem anderen da oben. Und da habe ich das kleiner gleich. Diesen Fall muss ich einfach nur verhindern. Und genau das ist das, was wir jetzt machen werden. Okay, und zwar, um das genaue Kriterium zu bekommen, versuchen wir es einfach mal. Ja? Wir versuchen mal zu beweisen, dass eine Matrix, bei der überall ein kleiner gleich steht, also Betrag AI ist größer gleich RI und in einer Spalte und einer Zeile, mindestens in einer Zeile steht ein echtes größer, das heißt, das Diagonalelement ist wirklich größer als die Radien, dass es dann tatsächlich invertierbar ist, die Matrix invertierbar ist und das Gesamtschrittverfahren konvergiert. Okay, gut, also wir versuchen das einfach trotzdem. Die Matrix, die wir betrachten, ist das D hoch minus 1 mal L plus R, also die Iterationsmatrix des Gesamtschrittverfahrens. Und wir nehmen uns mal her einen Eigenwert Lambda zum Eigenvektor x. Wie üblich sei der normiert in der unendlichen Norm auf 1. Das bedeutet, dass alle Elemente von x, alle Vektorelemente von x vom Betrag her kleiner gleich 1 sind. Und außerdem nehmen wir an, dass unsere Matrix, naja, also genau das erfüllt, was ich gerade gesagt habe. Ja? Also in einer Zeile soll das Diagonalelement größer sein als die Radien, also als die Jaschkorin-Radien in mindestens einer Zeile. Und im Rest soll, naja, zumindest mal ein größer gleich sein. Das ist genau die Situation, die ich hier oben stehen habe. In der ersten Zeile ist das Diagonalelement größer als 1. Das ist die Summe der Außerdiagonalelemente. Und in der zweiten Zeile und allen weiteren natürlich auch, habe ich zumindest mal ein größer gleich. Ja? Okay. Gut, okay. Wir wissen also, in einer Zeile mindestens haben wir hier vorne einen größer. Und der einfache Fall ist, falls unser xm-Betrag, also von unserem Eigenvektor, das mte Element gerade gleich 1 ist, dann sind wir sofort fertig. Dann können wir nämlich einfach den alten Beweis von Gerschkorin wieder rausholen. Wir nehmen uns nämlich mal an, was ist Lambda-Betrag? Und genauso haben wir Gerschkorin auch bewiesen. Wir nehmen das Lambda-Betrag. Naja, das ist dasselbe wie Lambda-xm-Betrag, weil xm-Betrag gleich 1 ist, haben wir gerade angenommen. So, es gilt bx ist Lambda x, das heißt, für dieses Lambda x setze ich jetzt bx ein, das ist also das mte Element von bx. Okay, das rechne ich einfach aus, was das ist. Naja, wie ging das nochmal? Das b stimmt außerhalb der Hauptdiagonalen mit dem a überein, bis auf einen Faktor 1 durch amm. Und auf der Hauptdiagonalen, da stehen Nullen. Das heißt also, wenn ich jetzt das Matrix-Vektorprodukt ausrechne, das ist einfach die Summe k gleich 1 bis n, k ungleich m, amk, xk geteilt durch amm. Und jetzt habe ich Beträge drum gemacht und mit der Dreiecksumgleichung bekomme ich hier vorne ein kleiner gleich. Okay, jetzt weiß ich aber, die xk hier vorne, die sind alle vom Betrag her kleiner gleich 1, weil die unendliche Norm von x gleich 1 ist. Okay, gut, dann ist das also kleiner gleich hier oben, der Summe über die amk zum Betrag, k ungleich m. Naja, das ist aber gerade der Gerschkorin-Radius, geteilt durch das Hauptdiagonal-Element amm. Und wir wussten, in der mten Zeile gilt tatsächlich, dass rm ist kleiner als das Betrag amm.
Das heißt, das hier vorne ist kleiner als 1 und damit gilt, Lambda-Betrag ist kleiner als 1. Ja, wunderbar. Der schwierigere Fall ist, sei xm-Betrag mal kleiner als 1. Ja, das kann ja sein. Und da kommt man mit diesem Beweis hier oben nicht durch, weil ich scheitere schon hier vorne. Dann haben wir hier vorne nämlich ein größer gleich stehen. Und dann komme ich nicht weiter. Ja? Also müssen wir uns irgendeine andere Zeile nehmen. Und wir nehmen uns ein i mit xi-Betrag gleich 1. Mindestens ein solches muss es geben, weil ja die unendliche Norm von x gleich 1 war. Ja? Das heißt also, eine Komponente, die muss wirklich 1 sein. Okay, gut, dann schauen wir uns wieder an das Lambda-Betrag und dann machen wir alles genau wie oben. Also Lambda-Betrag ist jetzt gleich Lambda-Xi zum Betrag, das ist gleich Bxi zum Betrag, ist kleiner gleich, ja, das hier ist auch wieder dasselbe und jetzt ziehe ich die Beträge hier gleich rein. Summe k ungleich m, Betrag aik mal Betrag xk durch Betrag ai. Ist mal gar nichts passiert, habe ich genau dasselbe gemacht wie oben. Jetzt könnte ich wie vorhin vorgehen und sagen, naja, die xk zum Betrag sind kleiner gleich 1, also ist das hier kleiner gleich der Summe k ungleich m Betrag aik, okay, das ist das ri und das ai unten, das lasse ich stehen, dann habe ich hier also, es ist kleiner gleich ri durch ai Betrag und das ist kleiner gleich 1. Okay, wenn ich hier jetzt ein kleiner gleich hinschreiben würde, dann hätte ich nichts gewonnen. Ja, dann hätte ich nur, dass der Lambda-Betrag kleiner gleich 1 ist. Aber wir haben Konvergenz nur dann, wenn wir wirklich zeigen können, dass die Lambda-Betrag alle kleiner sind als 1. Okay, das heißt, ich muss mir überlegen, wann steht an dieser Stelle hier vorne denn wirklich ein kleiner Zeichen? Naja, also das muss ja irgendwie auf diese xk-Betrag hier vorne ankommen. Wenn die xk-Betrag alle gleich 1 sind, naja, dann habe ich nichts gewonnen. Ja? Also wenn das xk-Betrag 1 ist hier vorne, dann kann das nicht kleiner werden, dann habe ich hier ja wirklich gar keine echte Abschätzung, dann ist das gleich. Ja, dann geht das mit demselben Gewicht hier vorne in die RI ein. Es könnte aber sein, dass das xk-Betrag kleiner ist als 1. Und wir wissen ja, mindestens ein xk gibt es, das kleiner ist als 1, nämlich das m. Ja, wir wissen, dass xm-Betrag ist auf jeden Fall mal kleiner als 1. Okay, dann ersetze ich also das hier durch was Größeres, wenn ich übergehe von Betrag aik mal xk durch Betrag aik und dann habe ich hier vorne ein tatsächlichen kleiner Zeichen stehen. Ja? Okay, das ist aber nicht immer richtig. Es könnte nämlich sein, dass dieses Betrag aik hier vorne, dass das 0 ist. Und dann bekomme ich kein kleiner Zeichen, denn ich mache zwar hier die rechte Seite, das xk mache ich dann zwar größer, aber wenn das hier vorne 0 ist, dann hat es überhaupt keinen Einfluss und ich habe hier wieder nur ein kleiner gleich. Das heißt also, wann steht hier vorne ein kleiner Zeichen? Also auf jeden Fall mal da, wenn es ein k gibt, sodass xk-Betrag kleiner ist als 1, ja, dann habe ich hier vorne das kleine Zeichen, dann wird das hier größer gemacht, wenn ich da übergehe. Und das aik darf nicht 0 sein, denn sonst, wenn das aik 0 wäre, dann hätte das überhaupt keinen Einfluss. Okay, zusammengefasst, es steht hier dann ein kleiner Zeichen, falls es ein i gibt, sodass einmal xi-Betrag gleich 1 ist, das habe ich hier oben gemacht, und ein k mit xk-Betrag kleiner als 1 und das aik ungleich 0. Ja, das ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Dann steht hier vorne ein kleiner Zeichen und dann ist tatsächlich auch Lambda-Betrag kleiner als 1. Okay, das führt uns zu folgender Definition. Eine Matrix A heißt schwach diagonaldominant, wenn erstmal tatsächlich in allen Zeilen gilt, das Hauptdiagonalelement ist größer gleich der Summe der Nebendiagonalelemente vom Betrag her. Dann in einer Zeile ist tatsächlich das Hauptdiagonalelement größer als die Summe der Nebendiagonalelemente, wieder vom Betrag her. Und für alle Indexmengen aus 1 bis n, die nicht gerade trivial sind, also leere Menge ungleich i ungleich 1 bis n, soll gelten, es gibt ein i aus i, also auf diese Aufgabe hier vorne wäre die Indexmenge i's mit xi-Betrag gleich 1. Es muss ein i aus i geben. Zu jeder Indexmenge muss es ein i geben aus i und ein k
nicht aus der Indexmenge i, sodass aik ungleich 0 ist. Ja, das ist genau, wenn Sie sich das überlegen, wenn ich das i jetzt hier vorne, wenn ich hier vorne das i jetzt wähle als die Menge aller i mit xi-Betrag gleich 1, dann ist das einfach nur eine Umformulierung von dem, was da oben steht. Okay, gut, und da brauchen wir schon überhaupt nicht mehr zu beweisen. Wenn das hier tatsächlich der Fall ist, dann können wir das hier vorne anwenden. Wir sehen, hier vorne steht in diesem Fall ein kleiner Zeichen und natürlich unsere Fixpunktfunktion g von x gleich bx plus c ist kontrahierend fürs Gesamtschrittverfahren. Und das heißt, das Gesamtschrittverfahren konvergiert gegen den eindeutigen Fixpunkt. Und wenn unsere Grundgleichung einen eindeutigen Fixpunkt hat, dann bedeutet das natürlich auch, dass das a invertierbar ist. Okay, gut. Und die Bemerkung ist falsch, denn dass das fürs Gesamtschrittverfahren richtig ist, das habe ich ja gerade bewiesen. Aber die Bemerkung ist, es ist auch richtig für das Einzelschrittverfahren. Der Beweis ist nicht sonderlich viel anders, aber ja, ich habe jetzt einfach, glaube ich, keine Lust dazu. Sie haben keine zusätzliche Erkenntnis, wenn Sie dasselbe auch nochmal fürs Einzelschrittverfahren durchführen.